So, herzlich willkommen, Boys und Girls. Wir sind im blauen Matchup. Dofi gegen Ivankov. OP03 ist das hier. Boah, wieder keiner Perona und kein Searcher Dofi. Das ist immer was, was man gar nicht sehen will. Ja, insgesamt, was aber gut ist, wir haben einen Mihawk auf der Hand. So eine Grundregel. Aktuell ist es noch so mit den aktuellen Karten, dass im Matchup Blau gegen Blau meistens derjenige gewinnt, der zuerst den 9er Mihawk aufs Feld bringt, weil Blau keine Karten hat, den zu clearen. Also es existiert einfach nichts, um solche Karten zu clearen und das ist dann meistens unmöglich. Gut, wir gehen auf gut Glück, aktivieren unsere Leaderfähigkeit hinten natürlich nicht. Aber wir hatten keine anderen Plays. Von daher muss man es dann immer probieren. Die richtig guten Dofi-Player, die hitten natürlich auch immer, auch wenn sie es nicht vormischen. Aber da muss ich noch ein bisschen trainieren. Gut, was macht der Gegner? Er nimmt wahrscheinlich das Schild, würde ich mal sagen. Nee, er kontert mit einem 2000er Mihawk und. So, ja. Macht ja auch Sinn für Ivankov auf 0 Karten zu gehen. Und nimmt noch Inazuma als 1000er Block. Gut, wir geben ab. Gegner aktiviert seine Stage. Searcht sich mit Buggy noch einen 2000er-Abwurf, Mr. Tubon Clay. Und spielt seinen Searcher, den wir uns so sehr wünschen. Vielleicht Simon. Geht für 5000 für Leader. Das ist die Frage, ne? Ja, wir blocken mal mit unserem Mihawk. Einfach weil Boa jetzt in Runde 5 ein gutes Play ist. Wir haben kein anderes. Wir könnten natürlich wieder für unseren Dofi-Ability gehen, aber auf gut Glück das Spiel zu gewinnen, ist halt immer schwierig. Von daher gehen wir erstmal 5000 für Leader. Kriegen einen 2000er Abwurf und spielen Boa. Legen einen Don an, damit ihre Fähigkeit aktiv ist. Also Boa kann on-block. Oder bei Angriff, wenn ein Don angelegt ist, eine Karte ziehen, solange wir fünf oder weniger Karten auf der Hand haben. Der Gegner spielt sein Luffy, gibt uns unsere Boa zurück auf die Hand und greift uns direkt an. Wir nehmen. Ja, wir wollen einfach ein paar Handkarten. Wir hätten das auch blocken können, aber ich mag es, Optionen zu haben. Okay, wir haben einen Searcher. Werden aber, ja, trotzdem On-Curve unsere Ivankov spielen, greifen wir erstmal direkt an für 5000. Blockt für 2K. Ja. Hier auch ganz wichtig, wir könnten natürlich auch unseren Mr. Free spielen. Der ist aber eine 4-Mana-Kreatur. Das würde bedeuten, dass ein gegnerischer, zum Beispiel dieser 2-Mana-Spell zurück auf die Hand geben, den wir auch auf der Hand haben. Deswegen wollte ich hier die 5-Mana-Kreatur-Charakter draußen haben. Gut, Gegner spielt auch sein Dofi-Searcher. Und vor allem auch ganz wichtig, die Fähigkeit von Monkey D. Ruffy. Hier seht ihr das. Kosten 4 oder weniger. Also der kann mit seiner Fähigkeit uns den Blocker einfach zurück auf die Hand geben. Das heißt, den zu spielen wäre sinnlos. Also normalerweise würde ich auch lieber den anderen spielen. Und hier haben wir einen guten Trigger. Den aktivieren wir direkt. Und dann ist der erste Blocker weg. Ist auch wirklich die einzige Ergänzung in dem OP03 Set. Bei mir zumindest in Dofi. Aber dafür eine sehr, sehr, wirklich sehr, sehr solide Ergänzung. Und das Deck war ja auch vorher schon cool. Also wer gerne Dofi gespielt hat, OP03. Wird jetzt nicht unbedingt schlechter, obwohl man sagen muss, dass gerade Katakuri und Ace und die ganzen neuen Lieder auch ziemlich stark sind. So, wir greifen Buggy an. Dann greifen wir direkt an. Aktivieren nicht die Fähigkeit. Greifen nochmal direkt an. Hoffentlich blockt er.
Und wie ich schon gesagt habe, blaues Matchup, der zuerst Mihawk draußen hat, gewinnt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das auch tatsächlich so wird. Das heißt, ich bin gespannt. Ich habe das Spiel schon vorher aufgenommen, ne? Von daher, so gespannt bin ich nicht. Aber ihr werdet gut sehen, warum ist es so wichtig, diesen Mihawk draußen zu haben. Guckt euch alle Karten an, die es in OP03 gibt, in Only Blau. Es existiert keine Karte, die diesen Mihawk jetzt clearen kann. Das heißt, wir wissen zu 100%, der wird in der nächsten Runde noch da sein. So, und jetzt hat wieder seine zwei 7000er Blocken, aber Charaktere draußen. Aber wir haben trotzdem 9000er und wir können sehr, sehr gut dagegen kämpfen. So, wir haben einfach dadurch immer mehr Board Pressure, würde ich mal nennen. So, und jetzt machen wir eigentlich das, was wir von Runde 3 machen sollten. Und zwar, wir aktivieren mal unsere Dofi-Fähigkeit und gucken mal, was wir hier haben. Okay, leider keine guten Karten. Also wir können nichts mit unserer Leader-Ability spielen, außer diesen Don Flamingo. Und das ist somit die schwächste Karte. Den will man gerne ans Ende legen und dann im übernächsten Zug vielleicht durch Leader-Fähigkeit holen und neu anordnen. So, was wollen wir jetzt mit einem geresteten 4000er Blocker auf dem Feld? Von daher greifen wir einfach erstmal direkt an. Und werden selbst uns einfach ein paar Blocker aufs Feld holen. Haben ja schon einen Blocker draußen. Und natürlich die Boa passt hier perfekt. Wir haben 4 Handkarten, das heißt, durch sie können wir auch weitere Karten ziehen. So, und dann greifen wir einfach zweimal für 9000 an. Das wird schwierig zu blocken für ihn. Nahezu unmöglich. Nochmal für 9000 für Leader. Ja, er nimmt. Gut. Ja, was kann er machen? Er kann wahrscheinlich nochmal eine Ivankov spielen, hätte dann 4.000, 7.000 auf dem Feld. Das wäre schon recht krass. Aber das Ding ist halt, er hat jetzt keine Blocker draußen. Das heißt, er muss in irgendeiner Form Blocker spielen und er hat keine Chance. Überlegt mal, wie um Himmels Willen soll er diesen Mihawk loswerden? Wir haben auf der Hand 3.000 Konter. Das heißt, wir kommen auf 12.000. Das heißt, er muss mindestens mit 13.000 angreifen. Das heißt, er muss 6 Don an eine 7.000er Kreatur anlegen. Warum sollte das jemals gemacht werden, ne? So, und jetzt aktiviert er noch seine anderen Don, das heißt, er nutzt die Don. Das heißt, wir wissen jetzt auch schon, der Mihawk, der wird stehen. Der wird bis zum Ende seines Zuges stehen. Und das ist das Ding, man wird ihn nicht los. Und wir können halt nächste Runde ganz entspannt mit 2 Don, die wir an Mihawk anlegen, direkt für 11.000 angreifen, was schon sehr, sehr schwer zu countern wird für Blau, weil ein Love Love Mellow nicht reicht. So, das heißt, dieser 9er Mihawk, probiert den rauszubekommen. Also, ihr könnt auch gerne, wenn ihr keinen Mihawk auf der Hand habt und ihr spielt Don Flamingo aus und searcht oder Perona und searcht und ihr seht keinen Mihawk, dann mischt die Karten unter das Deck und searcht für euren Mihawk. Ihr werdet das Spiel gewinnen, wenn ihr den früher rausbekommt. In, ich würde sagen, 80-85% der Fälle. Das könnt ihr euch so als Grundregel merken bei Blau gegen Blau. Also, ist auch für Ivankov-Spieler wichtig. Für Nami-Spieler wird es vielleicht nicht so wichtig, aber ja, für die beiden auf jeden Fall Crocodile. Genau dasselbe. So, jetzt kommt noch ein Blocker. Ein 7000er Blocker ist das. Ja, diese Angriffe machen uns nichts aus. Und wir haben noch einen Ivankov. Ja, dann geben wir den zurück auf die Hand und dann gehen wir wahrscheinlich für Game. Er hat 3 Karten auf der Hand. Eine davon ist ein 1000er Blocker, das wissen wir. Das heißt, für 7000, wenn er 1.000, 2.000 noch zusätzlich auf der Hand hat. Ja, wir checken erstmal, was passiert. Wir haben auch noch 3 Schilde, das heißt, wir sind ja sowieso auf der sicheren Seite, also selbst wenn er es jetzt verteidigen kann. Wir können einfach 2 Blocker spielen, überleben die nächste Runde und greifen dann nochmal an. Er nimmt, und dann wird es jetzt schwierig. So, jetzt können wir hier einfach 3 Don anlegen. 10.000, er hat keine offenen Don. Es wären 3 2000er Blocker, die er braucht. Das ist GG. Und nochmal für 12.000 auf Leader.
Und da haben wir es wieder. Gigi, schön, dass ihr eingeschaltet habt und dann bis zum nächsten Mal.